Dann ist mehr als nur der Öldruck niedrig. Boah, aua. Was war das bitte? Ja, dass der Dämpfer leckt, glaube ich. Alter. Aua, 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 aua. Alter Schwede. Und wir sind kaputt. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, dieses Mal Wreckfest bzw. Next Car Game. Ich denke, viele von euch kennen das Spiel schon. Nachdem wir ja schon Autos repariert haben, Autos gefahren sind, LKWs gefahren sind, Flugzeuge geflogen sind, wieso nicht einmal Autos schrotten? Wie wär's damit? Also das habe ich mir jetzt dabei gedacht, mal wieder Wreckfest anzuspielen. Denn ich habe schon ein bisschen mal gespielt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Spiel, vor allem für eigentlich jedermann. Wir haben heute ein Rennen, wo es darum geht, wir dürfen auch gerne drei Gegner rausdrehen lassen, als Bonusziel, auf Kies und das Ganze drei Runden auf 1,33 Kilometer. Sprich, wir haben richtig viel Spaß mit unserem Ford Mustang und können dann eigentlich schon loslegen. Die Schwierigkeit der anderen haben wir mal auf Experte gemacht, schon unser Fahrzeug quasi fest getuned. Und wir legen direkt los, hätte ich gesagt. So. Let's go. Ja, und da geht's auch schon los. Und wie gesagt, im Next Car Game bzw. Wreckfest ist es so, eigentlich mit allen Mitteln Erster werden und vielleicht auch die Bonusziele abschließen. Da, wir sollen die Gegner rausdrehen, hieß es, ne? Das können wir eigentlich gleich mal probieren. Uiuiui, okay. Gar nicht mehr ganz so einfach. Boah. Alter Verwalter, der schiebt mich halt weg. Ja, also ihr merkt schon, boah, da geht's heikel zu, ne? Und um die Gegner rausdrehen zu lassen, müssen wir dann das Heck von denen packen am besten und die eben versuchen zu drehen dadurch. Das Ganze geht, glaube ich, am besten in der Ego-Perspektive oder ziemlich gut in der Ego-Perspektive, aber wir müssen trotz allem am besten Erster werden. Also, boah, mal einen kleinen Stupser gekriegt. Trotz allem müssen wir versuchen, erster Platz zu werden und eben trotzdem diese Bonusziele abzuschließen. Boah, oh, Stein, 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 Vorsicht. Die nehmen es da nicht so genau mit Regeln. So. Also was im normalen Rennsport halt tabu wäre, ist hier bitte erwünscht. So, und wir haben auch unten links, wie ihr sehen könnt, eine Lebensanzeige quasi, kann man so definieren, wo es darum geht, ob wir, boah, aua, ja, ob wir eben irgendwelche Schäden haben oder wie lange wir noch fahren, auf gut Deutsch. So, den haben wir fast rausgedreht, oh, das war jetzt nicht gut, wir hätten ihn fast rausgedreht, aber das Bonusziel abzuschließen und Erster zu werden auf der Schwierigkeit Experte ist eben nicht leicht, ne? So. Aber ihr merkt, ich mache das jetzt nicht heute zum ersten Mal. Bam! Haha, uah! Wow! Uah, uah, Vorsicht! Oh, ist das lustig! Wuhu! Hey, Kollege! Finger weg! So. Wir sind in der letzten Runde. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch sicher heimfahren. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Na komm, gleich haben wir es und da ist die Ziellinie. Perfekt, erster Platz. So muss es sein, hätte ich gesagt. Ja, und so können wir quasi da unsere Credits und Erfahrungspunkte verdienen. Aber für was, fragt ihr euch jetzt? Ganz einfach, für so Sachen wie zum Beispiel Tuning. Wir können nämlich unser Fahrzeug auch schön tunen. Wenn wir jetzt mal hier in die Upgrades gehen, da sehen wir unser Fahrzeug, dort haben wir dann hier unsere Motoren. Da können wir auch andere einbauen, also sehr cool, sogar mit den ganzen Leistungsdaten. Dann haben wir hier unter anderem auch Luftfilter und so weiter, ganz viele Möglichkeiten das Fahrzeug zu tunen. Und es gibt eben Vor- und Nachteile, ne? Man kann sein Fahrzeug zwar tunen und leichter machen und schneller machen, aber dann ist es halt so, dass wir dadurch nicht mehr ganz so kompetitiv sind, was jetzt zum Beispiel das Rammen betrifft, weil ein leichteres Fahrzeug hat natürlich auch weniger Schubkraft beim Rammen, ne? Damit wir den Feind weghauen, ne? Das ist halt das Problem.
Und man muss sich auch immer entscheiden, wie man jetzt seine Federung, Übersetzung und so weiter einstellt bei den ganzen Sachen. Ich hätte gesagt, wir schauen uns aber noch so ein lustiges Demolition Derby an. Das finde ich immer richtig genial. Wie so Last Man Standing. Und da sind wir jetzt im Madman Stadium. Richtig lustig, weil hier geht es wirklich nur um: hau sie weg. Hau sie weg, mach so viel Schaden wie möglich und überlebe bis zum letzten Mann. Und das ist auch das Schwierige: Überleben. Ja, Überleben ist wirklich nicht leicht. Wir werden jetzt dafür, weil wir hier auf Asphalt sind, die Federung schön auf steif machen. Die Getriebeübersetzung möglichst kurz. Das Differential werden wir am besten, ja, ich hätte gesagt mittig, ne? Und Bremsbalance etwas mehr vorne. Okay, das ist jetzt. Oh Gott, bitte, bitte nicht. Also, wir werden jetzt zuallererst versuchen, noch nicht unser Auto komplett zu schrotten, ja? Weil die fahren jetzt immer alle in die Mitte. Und dann sieht das Ganze extrem schlimm aus. Boah, da fliegen die Teile. Schaut euch das an. Ja, wir driften lieber hier noch ein bisschen, ne? Leute. Man darf nur sich nicht zu lange dem Rahmen entziehen. Sonst wird man disqualifiziert, ne? Bam. So, und da kriegt man auch EP. Und natürlich auch, je nachdem, was man so erreicht und ob man jemanden umhaut, kompletti, kriegt man dann mehr oder weniger Punkte. Boah, schau die an. Die haben nicht mehr viel Leben. Da dem. Bam! Zack, Takedown, perfekt. Dafür kriegt man schön viel Punkte. Niedriger Öldruck, ja, wer braucht schon Öl? Boah, jetzt fahren aber nicht mehr viele, ne? Und gib ihm! Zack, Takedown, perfekt. Oh Gott. Hä? Was mit meinem Reifen? Oh, ich muss mich zurücksetzen. Hallo, Leute! Hilfe! Hallo? Ich kann nicht mehr fahren. Ich bräuchte mal bitte Hilfe hier. Es gibt nur noch einen Gegner angeblich. Wo ist er denn? Oh, ich höre was. Oh nein. Aua! Ja. Wir sind aber Erster geworden. Genial, ich will nochmal. Das macht so Laune. Ja, bitte nochmal, ja. Diesmal wieder erster Platz. In Fairfield County sind wir jetzt in der Demolierungsarena. Die ist viel kleiner. Und das Problem ist halt, bei realistischem Schaden, so wie ich ihn jetzt eingestellt habe, sind wir halt auch entsprechend schnell weg vom Fenster, ist auch logisch. Weil wenn es um realistischen Schaden geht, dann tschüss Ade, Autos. Dann ist mehr als nur der Öldruck niedrig. Boah, aua, was war das bitte? Ja, dass der Dämpfer leckt, glaube ich. Alter. Aua, 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 aua. Alter Schwede. Und wir sind kaputt. Das war aber ein kurzes Game. Oh Mann. Okay, aber einen Modi muss ich euch noch zeigen, der ist extrem lustig. Fairfield Grass Arena mit Rasenmähern. Wie geil ist das denn bitte? Also, das macht auf jeden Fall Laune. Und wir haben wieder einen Auftrag, nämlich den meisten Schaden zu verursachen. Kein Problem, sage ich dazu. Aber wir machen die Schwierigkeit lieber auf Amateur, weil, ja, ja, ne? Ist besser so. Oh Gott, diese V8 Rasenmähermotoren und Vollgas. Wir müssen die Leute umstoßen. Sonst brauchen wir das nicht probieren. Also, das Umstoßen von der Seite ist am besten. Da, schau. Vorsicht. Wow, wow, wow. Komm, ich hab dich. Aua. Also, da ist es meist so, dass durchs Umstoßen die Leute aufgeben können, indem sie dann genau von ihrem Traktor, aua, fliegen, Rasenmäher meine ich. Ja, ist ja fast dasselbe hier. Au. Nimm das. Zack, und du auch. Aua, aua. Uah. Wir dürfen noch nicht selber runtergestoßen werden. Aua. Oh Mann, unser Rad eiert vorne schon. Uah. Vorsicht. Und das Ganze in der Ego-Perspektive ist dann auch noch genialer. Da, da, die Seite von dem. Nein, au. Ah, nein, ich hab dich fast. Oh. Na komm, und. Aua. Wir haben nicht mehr so viel Leben. 49 noch. Na komm. Und. Ah. Ja, und da ist es so, dass eben die Zeit, die oben rechts abläuft, ausschlaggebend ist. Ob man jetzt dann Erfolg hatte mit seiner Mission. Boah, war das knapp. Oder nicht? Eieiei. Aber es. Ach ja, stimmt. Ich glaube, man respawnt hier, ne? Ich glaube, da respawnt man. Also, wenn man runtergeflogen
runtergeschmissen wird, respawnt man sowieso. Einfach nur, wir haben die Herausforderung schon bestanden, sehr gut. Einfach nur aus dem Grund. Bam! Fliege! Oh! Weil man den meisten Schaden machen muss und nichts anderes hier. Hey, Freundchen! Rückwärtsgang! Vorwärtsgang! Das ist so genial, also wer sich das ausgedacht hat, ne? Mit diesem Modus. Der verdient ja eigentlich schon einen Orden, oder? So, und... Peng! So, okay. Wir haben es gleich geschafft. Noch 40 Sekunden. Aua. Zack! Wuhu! Er fliegt! Zack, gib ihm! Und, oh nein, knapp aber daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Hui. Ey, vorsichtig. Ey, mein Rasenmäher brennt, was ist denn da los? Zack. Wuhu. So. Ey, Vorsicht. Und, na komm, den holen wir uns noch. Ja, er ist runtergeflogen. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie viele Takedowns wir jetzt schon hatten. Aber es ist extrem lustig. 5 Gegner, wir haben 9 Gegner demoliert, also rausgehauen quasi. Richtig genial. Mit unserem Lawnmower. Und ich hätte gesagt, Leute, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt und wie es weitergehen soll. Ich finde, es ist super lustig für zwischendurch das Spiel und es macht mega Laune. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und denkt an den Livestream heute Abend. Bis dahin, macht's gut und ciao. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there.